Der Mönchengladbach. Schiedsrichter der Partie Dominik Kapetschny vom FC Preußen Essbekamm. 21 Jahre jung. Und wir sind sehr gespannt. Unsere Mühlis mit den gelben Leibchen von links nach rechts. Moritz, wie hast du den ersten Auftritt unserer Mühlis gesehen? Ja, ich fand, am Anfang hat man schon gemerkt, dass hier einige ein bisschen nervöser sind. Noch allerdings muss man sagen, haben sich dann immer weiter reingekämpft. Am Ende dann verloren zwar mit 3:0, aber mit dem Ende der Partie können sie doch relativ zufrieden sein. Haben sich reingekämpft in die Partie, waren dann irgendwann immer mehr da, hatten einige Chancen auch, haben sie dann nicht genutzt. Und dann sind die Bayern natürlich umso effektiver, haben ihre Chancen genutzt und mit 3:0 hier das Parkett verlassen. Aber neues Spiel, neues Glück für unsere Mühlkreisauswahl. Fast da die Möglichkeit für Marcel Reis, kann sich allerdings nicht drehen, weil ein Leipziger zur Stelle ist und auf der Gegenseite fast die Chance für Gottjes Jeboa. Nimmt er Maß mit seinem Volley, geht allerdings knapp am Kasten der Mühlis, am Kasten von Keeper William Repp vorbei. Neues Spiel, neues Glück, sind übrigens 3 € ins Phrasenschwein. Kollege Knorr sammelt jetzt schon im zweiten Spiel richtig Kohle zusammen hier. So, die Mühlis müssen im Gegensatz zum ersten Spiel etwas besseren Zugriff bekommen, müssen gegen den Ball einfach mehr Zweikämpfe gewinnen. Das sagt sich so leicht, das ist gegen diese Körperkraft und Intensität natürlich schwer. Das ist auch was, was man schlichtweg nicht simulieren kann vor so einem Turnier. Schlichtweg, weil die Gegner fehlen. Mit der ganz heißen Nadel. Alles in Ordnung. Stark holt hier noch der Ball. Artistisch von Jeboa an der Bande da. Also Repp, der Keeper vom FC Preußen Espelkamp. Jetzt Kapitän Noah Wesemann. Stand ja schon im letzten Jahr im Kader der Mühlenkreisauswahl. Und in diesem Jahr führt er seine Mannschaft eben als Kapitän auf das Feld. Im Zusammenspiel da jetzt mit William Repp. Versucht da den diagonalen Ball zu spielen. Allerdings dann erstmal ein Abwehrbein dazwischen. Und jetzt nochmal diese wunderbare Einlage. Ich hätte mir alle Muskeln gerissen, die noch irgendwie da sind, wenn ich von der Höhe in diese Region gehen wollte. Also, die sind jung. So wie Jeboa beschäftigt hat den halben Mühlenkreis. Erstmal geklärt da jetzt. Bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit für die Mühlis, sich zu sortieren. Abschlussmöglichkeit vom Keeper. William Repp nicht ganz sicher, kann den Ball da nicht beim ersten Mal festhalten. Dadurch die Leipziger wieder am Ball. Möglichkeit, quergelegt nochmal wieder Jeboa. 1 gegen 1 behauptet sich da erstmal. Wieder Jeboa, auffälligster Spieler der Leipziger. Da haben sie ein bisschen Glück gehabt, die Mühlis. Auch hier sind ein bisschen weit weg, Reis auch wieder. Klar, die Mitte muss erst zugemacht werden, aber irgendwann müssen sie dann auch den Druck auf den Ball bekommen. So, jetzt der Blockwechsel. Lange Spielzeit hier am Anfang. So, jetzt haben wir nochmal Repp hier ganz artistisch. Ne, das war nochmal Jeboa. Eigentlich gedacht, dass jetzt auch das lohnt sich immer wieder. Wie gesagt, Muskelbündelriss wäre noch die beste Variante gewesen, die ich mir da geholt hätte. Reich mal gleich nach. Die Klärung von William Repp. So, Mühlis mal mit Ballbesitzzeiten. Also sie wollen Fußball spielen. Das war im ersten Spiel schon deutlich. Das ist erstmal gut. Dieser Mut. So, Leipzig. Das ist auffällig. Mit 2 Leuten in der ersten Linie. Das heißt, sie stellen Torwart und Feldspieler zu. Bedeutet auch, dass es in der vordersten Linie eigentlich eine Überzahl gibt. Nur Leipzig macht das bisher so gut und so druckvoll, dass sie da den Ball nicht hinbekommen. Spannend zu beobachten. Das gibt Potenzial für Tormöglichkeiten.
So, hier wieder, da muss schneller Druck drauf. Jetzt Rep gut. Schnell genug mit dem Fuß am Boden da. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen bei der Technik. Nicht, dass wir hier noch zum Ziel der Klärungsaktionen werden, der Mühlis. Das ist der einzige Grund, warum wir zwei Kommentatoren sitzen. Falls es einen dieser erwischt, haben wir noch einen über. Abschlussmöglichkeit. Und dann ist der Ball im Tor. Rep beim ersten Mal noch zur Stelle. Aber dann klingelt's. Die Nummer 8 hat's gemacht. Stanley Hauptstein. 1:0 für die Sachsen. Es bleibt zu passig, finde ich, in der ersten Linie. Der Druck auf den ersten Spieler quasi, der Leipziger, ist nicht hoch genug. Sie sind da ein Stück weit zu weit weg. Wie gesagt, Mitte zumachen, alles gut. Aber jetzt haben wir den Stimmungsbringer in der Halle. Jetzt haben wir den Ausgleich mit der ersten Offensivaktion des Spiels. Sima Ekinci, schon einer der auffälligsten Spieler im ersten Spiel. Und da hat man richtig gemerkt, da geht Druck vom Kessel. Und das kann jetzt auch so eine Art Dosenöffner werden für die Mühlkreisauswahl. Da animieren sie auch nochmal die Halle. Gelbe Karte gibt es jetzt erstmal für den Torschützen, glaube ich. Auf jeden Fall gegen einen Spieler, der gerade nicht auf dem Spielfeld steht. Da sehen wir nochmal das Tor. Erst der Schussversuch, der dann aber zur Flanke wird. Und dann ist es Emir Sima Ekinci, der zur Stelle ist und den Ball über die Linie befördert vom SV Kutenhausen-Totenhausen. Wenn es einen Mutmacher gebraucht hat, dann ist der das gewesen. So, das muss doch den Rucksack mal richtig leicht machen. Jetzt kann man es fliegen lassen, die Mühlis. Sie brauchen Zugriff, sie müssen stören. Rep wieder stark. Das ist immer wieder ein Problem. So, Aufbau, mutig sein. Leipzig ist etwas zurückgezogen, ne? Aber wir sehen es, jetzt 2 gegen 2, die beiden Leipziger nach rechts am Bildrand. Das bedeutet, dass 3 Mühlis gegen 2 Leipziger da hinten spielen, aber sie kommen nicht durch. Sie müssen ein bisschen mehr Tempo in ihr Aufbauspiel bringen. Sagt sie so leicht. Das ist RB Leipzig, die Pressing-Monster überhaupt hier in Deutschland. Und die Mühlis sollen die mal eben schwindelig spielen. Jetzt Rep. Nichts passiert. Bisschen Glück gehabt da, die Mühlenkreisauswahl. Rep befördert das Spielgerät jetzt da weit in die gegnerische Hälfte. Chance! Und das ist das Tor für die Mühlenkreisauswahl. Führungstreffer für unsere Mühlis. Die Grüße gehen auf die Tribüne. Die Nummer 13, Kaan Atta Sendurur vom FC Preußen Espelkamp. Aus kurzer Distanz überwindet er da Maximilian Babke im Kasten der Sachsen. Und da ist sie, die Führung für unsere Mühlis. Und da merkt man direkt, die Halle ist da. Die sind natürlich im Rücken. Chance jetzt. Gut geklärt. Wieder von Sendurur, der da sein Bein noch dazwischen bekommt. Wesemann klärt da erstmal gut in dieser brenzligen Situation. Ja, Foulspiel, ganz klar, Trikot gezogen. Das wird noch ein Weg zu gehen. 3,5 Minuten, aber es wäre auch ein fettes Ausrufungszeichen. Ein Sieg gegen Leipzig. Der Schussversuch geht am Tor vorbei. Deboa jetzt wieder. Ein Foul gepfiffen hier.
Ball am Hallendach. Freistoß für Leipzig. Wechsel nochmal bei der Mühlenkreisauswahl. Reichen die Kräfte? Auch das ist natürlich ein Thema. Sind viel unterwegs, müssen viel gegen den Ball laufen. Es ist eine andere Welt als alles, was sie sonst trainiert oder gespielt haben im Vorfeld dieses Turniers. William Repp wieder dran. Zweieinhalb Minuten. Und was wäre der wichtig, dieser Sieg hier im zweiten Spiel? Auch für die Köpfe. Dann könnte man mit viel, viel mehr Selbstbewusstsein in das dritte Spiel gegen den FC Schalke 04 gehen. Also die Gegner werden nicht kleiner für die Mühlenkreisauswahl in dieser Vorrunde. Nächste Chance, allerdings Babke zur Stelle. Rechtzeitig aus einem Kasten herausgekommen. So, jetzt werden sie getragen. Jetzt gibt es Unterstützung. Jetzt gibt es nur noch Laufen, Bälle gewinnen. Repp ist zur Stelle. So, aktiv sein. Das ist gut. Immer wieder Druck auf die Ball für den Spieler. Das wird wichtig. Dazwischen, klasse. Jetzt gibt es die Möglichkeit. 2 gegen 2. Guter Ball. Fußspitze dran und dann die große Möglichkeit. Vom Torschützen zum 1-1 von Sima Ekinci. Der Spieler beim SV Kutenhausen-Totenhausen. Gute Minute noch auf der Uhr. Stark von Raptor. Abgefälschter Schuss vom Keeper von Maximus Babke. Und dann kriegt Repp gerade noch so die Finger dran und schon wieder ist er da. Reißt den Arm hoch, kann den Ball hier zum Eckball klären. Hier nochmal die große Möglichkeit, Maximus Babke, klasse. Also Repp, das Ding, da freut er sich jetzt schon auf die YouTube-Wiederholung, glaube ich. Das darf er sich ein paar Mal angucken. Tolles Spiel von ihm. Vor allem nach der Schrecksekunde zu Beginn auch mental stark geblieben. Guter Auftritt. So, 50 noch auf der Uhr. Komm Jungs, bringt's nach Hause. Bringt der Kreissporthalle den ersten Sieg. Jetzt die große Möglichkeit. Nächster Schussversuch. Wieder geklärt. Und dann ist der alles Tor. 3:1. Die Entscheidung. Und es ist wieder Ekinci. Sima Ekinci. Sekunden jetzt noch auf der Uhr und da sehen wir es nochmal. Erster Schussversuch auf der Linie geklärt und dann Ekinci im Nachschuss mit etwas Glück, weil der Ball abgefälscht wird und damit eine unerreichbare Flugkurve erhält. 3:1 für die Mühlenkreisauswahl. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Das war's, das ist der erste Sieg für den Lokalmatador beim diesjährigen Freeway Cup. Und es bleibt bei diesem Ergebnis. Klasse Auftritt unserer Jungs. So, und dann sehen wir erst die Emotionen. Völlig verdienter Jubel. Toller Auftritt der Mühlenkreisauswahl. Leipzig bedient. Klasse. Und das nächste Spiel geht gegen Schalke. Und wenn die so weitermachen wie im ersten Spiel, ist auch da was drin. Und wer weiß, vielleicht.